Onkel Klaus? Ja, mein Neffe Harry. Wo fliegen wir nochmal hin? Da, wo uns keiner findet. Und wo uns das Jugendamt nicht auf den Arsch hängt. Aua, was war das denn? Hast du gerade gepupst oder was los? Harry, halt dich fest. Halt dich fest! Du hast doch keine Haare, verdammte Scheiße! Oh mein Gott! Oh Gott, was ist das denn? Hilfe! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Abgang nach unten! Onkel Harry? Ja, mein Neffe Harry, Klaus. Sind wir jetzt tot? Nein, noch nicht. Aber jetzt, da ist der Gaylord. Der nimmt dich jetzt mit. Genau, nimm ihn als Pfand. Ich komm später wieder und hol ihn wieder ab mit seinem nackten, rasierten, öligen Arsch. Ich habe ein bisschen mit Tomatenketchup gespielt. Jetzt wird gefressen erstmal. Oh, ein Schädel habe ich. Jo, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Thematisiert heute, wie vorher angekündigt, Forest. So. Das erste ist... Oh, Toilettenwasser. Mit Schnaps gefüllt. Nehmen wir auch gleich mal mit. So, das Gammelessen. Gammelfleisch. Passagierliste nehmen wir mit. So. Zu fressen haben wir. Ah, hier ist nichts mehr. Da hätte ich doch hier so eine Dose Ecstasy. Nehmen wir auch gleich mal mit. Und dann gehen wir mal raus. Oh, gleich unser erstes Abendessen hier. How you get? Nee, den Kopf brauche ich nicht, du. Hm. Warte mal, doch. Naja, ich bin auch noch nicht aufgehoben. Hängt die Zunge aber noch draußen, ne? Also. Das ist auf jeden Fall. Ja. Das sieht echt nach einem Sextoy aus, ne? Das integrierte Lecken. Naja. Egal. Es ist helllichter Tag. Also. Versuche mich ein bisschen zu benehmen. Nein! Was ist das? Benehmen! Das Spiel ist ab 18. Also benimm uns wie ab 18. So. Ja, wie ihr schon wisst, oder die es halt noch nicht wissen, aber Forest ist immer das Wichtigste. Gleich die Utensilien alle hier einzusammeln, damit wir später mehr überleben können. Beziehungsweise, jo, kein Starter-Kit haben. Auch mal auf. Da haben wir zum Beispiel einen rosaner Koffer. Das ist bestimmt Bin Laden seiner gewesen. Jo. Wupp. Wupp. Ich habe noch immer was gesehen. Hey! Das trifft sich doch gut. Hier sind auf jeden Fall ein paar Bunkerhütten. Beziehungsweise ein paar kleine süße Wohnklos. Wupp. So. Bup, 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 bup. Wupp. So. Die Kofferparodie. Oh, ein Kaninchen. Fleisch. Ja.
Dankeschön. Was ist das denn? Hä? Ach, das war ein Karnickelkopf. Oh. Da ist noch ein Koffer. Den gammeln wir auch gleich mal mit auf. Und ein Luchi zum Beispiel. Mann, was soll ich mit den Köpfen denn immer? Ich hab eine Schlange in der Hose, das reicht schon. Ich bin hier auf der Insel, ja? Also, muss man sowas hier haben. Das Überlebenstraining ist das. So. Was ich jetzt so gerade hier ein bisschen vermisse, das ist ein Rentier. Oh, ich will gleich Lurchi, sag mal. Stinkig oder was? Moment. Oh, der haut ab. Fleisch! Fleisch ist Fleisch. Na, 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 na. Weit kommst du eh nicht. Ja, zufällig. So. You get. Danke. So. Das Grobste haben wir jetzt. Wenn wir mal anfangen, jetzt mal Holz zu kacken. Hacken. Mann. Verdammte Shit. Udo. 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 Udo, Udo, Udo. Oh. Hey. Ja. Let's go. Ja. Gleich hab ich dich. Du. Was ist das denn bitte schon für eine Flugzeugaxt? Na gut, die Stewardess, die da auf dem Boden lag, ne? Legen wir mal nieder. Müssen wir hoffen, dass wir gleich mal ein Seil finden. Aber erstmal kommt unsere kleine Antikannibalen-Hütte. Ah, erstmal brauche ich eine Tür. Oh, Tür an Tür mit Alice. So. Nee, keine Schieftür. So. Wir sind ja auf geraden Wege hier, ne? Also. Gut. Dit? Nee. Stopp. Wir nehmen mal jetzt. Was nehmen wir denn jetzt? Ah, hier. Den Buntstiftenzaun. Der ist so schon piekerig. An die Kannibalen mal hier. Hausfriedensbruch begehen. Stecken sie sich wenigstens das Ding oben in den Arsch rein. Brauchen wir auch nichts mehr machen. So. Das haben wir schon mal. Dann nehmen wir gleich den nächsten. Kommen auf jeden Fall ohne Ende Fallen noch hin. Du stell dich doch mal hin da jetzt. Nein, weiter, 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 weiter. So. Gut. Gut. Das haben wir schon mal. Wenn wir das Ding jetzt gebaut haben, werden wir gleich mal das Flugzeugwrack suchen. Beziehungsweise das Cockpit. Da ist noch eine Signalpistole bei. Das ist sozusagen gut als Haarentferner für die Kannibalen. Suche, der findet, ja. Das ist wie ein Müllschlucker. Oh, schon wieder ein Lurchi. Komm her, komm her. Puta madre. Wie? Oh, jetzt schwören meine Hosentaschen voll. Na super. Daher, ich lass mich kastrieren. Hab ich mehr Platz. Es geht ja ums Überleben hier, ne? Auf der Insel. Da ist schon wieder so ein Lurchi. Ja, irgendwie stinke ich hier. Ja. Hä? Was mit dem? Huch! Alter, ich heiße dich Bret Hart.
So. Hakan, deine Tür ist schon mal fertig. So. Das erinnert mich so ein bisschen an Minecraft hier. So. So. Dann können wir mal andere Ding mal fällen. Ich muss auf jeden Fall in der nächsten Folge unbedingt mal ein Seil finden. Damit ich den Kannibalen, ja, die ganz, ganz unartig sind, die Eier abbinden kann. Nein, es ist gerade so viel Steinaxt an mich. Kann ich auch nachher aufmotzen. Und in die Richtung, bitte. Dauert das halt nicht so lange, wenn man hier Bäume fällt. So. Wupp. 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 Einsatz an vier Wänden, jawohl. Da wird auch die Wittler. Oh oh. Platt. Guck mal da, guck mal da, guck mal da. Kaum hier fertig. Kommen da so hier zwei. Oh, der eine schreit ja. Ja, Leute, das sind Gaylords der Kannibalinskis. Die haben bestimmt schon eine eigene Hotline eingerichtet, weil die mich jetzt begrüßen wollen. Ja! Yeah. Komm, wir sind doch Freunde! So, komm, ja, 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 ja. Komm, bleib doch mal liegen! So. Jetzt hast du zweite Schamlippe von mir. Gib mal ein Beinchen von dir, das sieht so lecker aus da. So ölig und rasiert. So. Dann für die Modeschau brauche ich noch deinen Kopf. Oh, Vögel! Einmal hier bleiben. Vielleicht mal ein paar Federn einsammeln. Nanu. Guck mal, die Eile habe ich erledigt hier. Und die anderen hauen ab. Tja. Das war's wohl mit Kannibalen sucht Frau oder Bauer sucht Frau. So. Jetzt können wir endlich mal in Ruhe zu Ende hocken. Und unser Traumhaus. Nee. Beziehungsweise, naja, Traumhaus nicht, aber die Villa Kunterbund fertigen. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal im geschützten Raum. Wo wir die erste Nacht da drin pennen können. Hack doch mal schneller, Mensch. Der Treffen muss gelernt sein. So, ja, nebenbei gerade mal einen Adler erledigt. Beim Bäume fällen. Auch lustig. Ey, ist der Torso hier noch so liegt, also. So. Wupp, wupp. Da ist schon wieder Luchi. Ich mach demnächst echt noch ein Tierheim auf hier. Für Luchis. Die kriegen auch sogar einen eigenen Kanal auf YouTube. Hui, hui, hui. So. Ja. Wupp. Tja, sowas nennt sich Baumbefriedigung. Sauber. Bingo Lotzki. So. So, das haben wir schon. So. Unser geschütztes Traumhaus ist hiermit so fertig. Jo, dann müssen wir gleich noch ein paar Fallen hinstellen. Ein Feuerchen. Und dann begeben wir uns auf der Suche. Also Leute, bleibt dran. Bis gleich.